Frage, und zwar, es geht natürlich jetzt darum, dass wir in Österreich jetzt schon seit einiger Zeit Lockdown haben. Also grundsätzlich ist es seit November mal die Gastronomie zu, dann wird mal wieder was aufgesperrt, dann wird wieder was zugesperrt. Wie soll man damit umgehen, jetzt aus psychologischer Sicht? Also aus psychologischer Sicht, da haben wir eigentlich, wir haben gar nicht die Wahl, irgendwie damit umzugehen, wir müssen es einfach tun. Und der Mensch ist eigentlich sehr flexibel im Grunde. Das heißt, dieses On-Off, wir versuchen alle zu überleben und versuchen irgendwie unseren Alltag zu bewältigen. Ich glaube, da geht es jedem gleich. Ja, und das heißt es aber zum Beispiel auch, wenn wir uns das anschauen, es gibt ja auch viele Menschen oder viele, es gibt einige, die als Corona-Partys gefeiert haben, die ja, sei es jetzt in Schulungen, die zum Beispiel ausgeartet sind wie gestern oder in einem Supermarkt, dass die danach zusammengesessen sind, die Kolleginnen und Kollegen, die den ganzen Tag zusammensitzen. Wie ist es da auch zu erklären, dass eben aus psychologischer Sicht, wie geht man damit um? Weil es heißt ja dann trotzdem, nein, Vorschrift ist Vorschrift, diese Maßnahmen müssen eingehalten werden. Ich glaube, wir Österreicher, wir haben so nach außen hin so eine Autoritätshörigkeit, dass wir wollen, dass alles so ist, wie es die anderen machen. Also wir sind eigentlich im Grunde von der Masse Österreichs her gesehen extrem brav und angepasst und haben uns jetzt über ein Jahr eigentlich an alles gehalten. Es wird immer Leute geben, die sich auf Deutsch gesagt nicht so viel antun und die irgendwie ihre Auswege suchen. Und ich glaube, diese Zahl ist sehr, sehr groß eigentlich im Grunde. Ja? Also nach außen hin benimmt man sich so, wie es von uns erwünscht ist. Aber der Österreicher findet immer Mittel und Wege hintenrum, sozusagen doch jemanden zu besuchen oder eine Freundin einzuladen oder ein Abendessen zu gestalten. Ich glaube, so kleine Türchen macht sich jeder auf. Meistens genau die recht über die anderen schimpfen. Und dieses öffnen wir nicht, jetzt wird geöffnet oder dann doch nicht oder dann wärst du wieder in einer Woche, in einem Monat und so weiter. Diese Unsicherheit, wie gehen wir denn mit so einer Unsicherheit um und auch wie schwierig ist es eigentlich, gerade das nicht zu wissen, wäre es nicht aus psychologischer Sicht besser zu sagen, okay, das wird erst dann und dann passieren, auch wenn es weiter weg ist, als immer zu sagen, nein, in einer Woche und dann noch eine Woche und noch eine Woche. Also ich glaube, die Regierung hat psychologische Berater, die Politiker in die Richtung beraten, sagt ihnen nicht, es wird so oder so lang dauern, damit sich niemand aufregt. Ja? Und das hat ja wunderbar funktioniert, jetzt ein Jahr lang. Es wird ein bisschen was aufgemacht, ein bisschen was versprochen und es wird uns alle 14 Tage gesagt, die nächsten 14 Tage sind jetzt entscheidend und ihr müsst jetzt das so machen. Das ist so, wie wenn man einem Kind schwimmen lernt, man stellt sich dahin und schwimmt langsam rückwärts, damit das Kind nicht merkt, dass man eigentlich eine irrsinnige große Strecke vorhat und es freut sich dann, wenn es schon so weit schwimmen kann. Also es wird uns eine Karotte hingehalten und die wird uns immer wieder weggezogen. Und eigentlich psychologisch gesehen, es ist perfekt, die Leute so zu manipulieren. Es ist auch perfekt, dass wir Steuerzahler die Werbungen zahlen, die uns dann über die Werbung sagen, die Promis werden geimpft und lasst euch auch impfen. Also der Mensch ist sehr, sehr flexibel und ganz leicht zu führen im Grunde. Das sehen wir an dieser Pandemie. Und das sind wissenschaftliche Studien auch schon seit Jahrzehnten. Andrea, letzte Frage noch an dich, und zwar das Impfen ist an sich. Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, na, ich lasse mich nicht impfen und viele aber sagen, na, impfen soll, also ich lasse mich gerne impfen, ich gehe da gerne hin, auch die Experten sagen, bitte lass dich impfen und dann gibt es aber Menschen, die immer noch sagen, das mache ich auf keinen Fall. Wie ist das psychologisch zu erklären? Naja, es ist psychologisch ganz einfach zu erklären, dass der Mensch sich nicht gern in seinen Körper eingreifen lässt, wenn er nicht krank ist und sich etwas spritzen lässt. Jetzt ist aber das Ziel sozusagen, Österreich durchzuimpfen und jetzt werden wir halt in die Richtung manipuliert und es wird uns nicht gesagt, dass es eh nur 8% sind, die sich impfen lassen, sondern es wird uns immer wieder gesagt, 80% lassen sich impfen und es gibt eine ganz große Motivation. Im Endeffekt haben wir einen Impfzwang über diesen grünen Pass jetzt sowieso eingeführt, das, was die Verschwörungstheoretiker immer gefürchtet haben. Wir werden nicht drum herum kommen, einfach entweder eingesperrt zu bleiben oder uns impfen zu lassen. Das ist Fakt.